Willkommen in Kiel Hauptbahnhof. Heute erwartet Sie eine lange Fahrt. Sie werden eine RB 84 mit allen Zwischenhalten von Kiel Hauptbahnhof nach Lübeck Hauptbahnhof fahren. Erwarten Sie auf dem Weg auf passierende Züge zu treffen. Viel Spaß! So, und damit mein Name ist Lugo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir, den iFlenko, heute mal wieder im Train Simulator 2022. Ja, auf der Strecke Norddeutsche Eisenbahn von Lübeck nach Kiel oder von Kiel nach Lübeck, wie wir heute fahren. So, ich schließe mal das Fenster und wir fahren heute mit der Baureihe 642 von RSSSLO. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Genau. Fahren wir heute und ich würde sagen, wir steigen auch ein und rüsten uns erstmal unseren Zug auf hier. Wir werden uns mal die Batterie einschalten, dann machen wir die Türen auf. So. Und dann werden wir den Motor erstmal starten mit der Taste Z. Da haben wir schon. Der Motor ist gestartet. So, dann machen wir die PZB und die SIFA machen wir mal an. Dann können wir hier noch das Zugspitzenlicht anmachen. Ist auch an. Sehr schön. Die Instrumentenbeleuchtung, das SIFA können wir noch anmachen. Dann die Federspeicherbremse könnten wir auch lösen. Können wir nicht nur, müssen wir sogar. Und dann sind wir eigentlich schon abfahrtbereit. Ich das werde nach vorne machen. Und haben sogar noch einen kleinen Moment Zeit. Aber Ausfahrt ist sowieso noch mit gar keine Ausfahrt, ist noch hoch. So, das heißt, da müssen wir noch abwarten. So, wir haben hier ein paar Halte heute auf dem Plan. 12 an der Zahl. Nächste Station ist dann erstmal Kiel Enschenhagen, oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. In Kiel war ich noch nicht, aber in Lübeck war ich schon öfters. So, dann können wir hier noch das Rollo ein bisschen runter machen. Ja, vieles Guten. So. Genau. Führerstandslicht ausmachen. So, und dann würde ich sagen, können wir uns ja nochmal hier ein bisschen umgucken. Zack, zack, zack. So, das ist hier der Kieler Hauptbahnhof. Ist auch ein Endbahnhof, Kopfbahnhof. Mit 6 Gleisen an der Zahl. Und wir haben Abfahrt. Dann können wir jetzt erstmal die Türen schließen. So, Widersprecherbremse ist schon gelöst. Wir haben immer noch ein rotes Hauptsignal. Wenn wir mal bestätigen. Wenn nicht bestätigen, dann Rettungsdienst anrufen. Uns Erlaubnis gegeben und dann würde ich sagen, fahren wir auch los. So. Wir fahren aber jetzt mal nicht schneller als 25 km/h über das Signal. Mit 40 werden wir rüberfahren. Schon mal. So. Sehr schön. Okay, für 40. Sehr schön. So, dann können wir weiterfahren. Mit 40. So. Ja, genau. Wie gesagt, Links sind alle unten in der Videobeschreibung zum Hauptspiel, zur Strecke und zum Triebwagen. Eigentlich normalerweise würde hier mitgeliefert sein, also auf der Strecke sind mitgeliefert die Dostos und die Baureihe 218 ist mitgeliefert und ja, warum habe ich denn jetzt einen 20 bekommen? Und was denn? Positionsbremsung, Bestätigung, Widersprecherbremse lösen. Habe ich das nicht so richtig vollgenommen? Warum das hat wieso? Na, warum wir jetzt wieder kein Gas geben mehr? Kommt ja noch zurück. Ja, Speicherbremse lösen. Ist doch gar nicht angelegt. Ist nicht angelegt. Nimmt doch Gas. Na los. Was ist denn das denn jetzt hier schon wieder? Ich verstehe es nicht. Warum fertig ist jetzt hier wieder nicht?
Lass uns dann da nochmal drauf. Neutralstellung. So, vorwärts. Motor ist auch alles an. Der Sprecher kann nochmal was anlegen und nochmal lösen. So, und jetzt gibt doch mal Gummi. Aufbauen tut er ja. Aber er macht nichts. Warum fährst denn du nicht los? Lösen. Aha. Okay. Gut. Problem gelöst. So, jetzt dürfen wir aber mit 60 hoffentlich fahren. Genau. Wie gesagt, mitgeliefert sind die Dostos von TTG und die Dosto Steuerwagen von TTG. Die Baureihe 218 ist mitgeliefert. Und dann die Triebfahrzeuge der Baureihe 664 oder irgendwie so. Keine Ahnung, wenn wir die gleich unterwegs nochmal sehen, dann werde ich nochmal genauer drauf gucken. Sind auch mitgeliefert. Ja. Und dieses Fahrzeug könnt ihr euch zusätzlich dazu kaufen für 19,99 €, glaube ich. Irgendwie so um die Dreher. Genau. So, angenommen 70. Mal bestätigen. Sieht er heute auch mal getippelt dann. Das sind 70. Lass ich jetzt auch ausfallen. Ja, mit dem Triebwagen bin ich noch nicht so oft gefahren, deswegen bin ich wundern. Steuerung ist so ein bisschen. Aha, ja. Muss mich erstmal dran gewöhnen. Ja, hat auch ein Kombi-Bremshebel. Ja. Warum kriege ich jetzt schon wieder eine Zwangsbremsung? Hä? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Die Türen sind dazu. Warum soll ich kriegen jetzt eine Zwangsbremsung hier? Muss ich mir jemand mal erklären? Jetzt schalte ich gleich die PCB aus, wenn das hier irgendwie so funktioniert. Ja. Ach, verteilt. Mal was runterwandeln. Gut. Und von der Herzmagnet ist noch aus. Läuft der noch? Das ist an der so schlecht. Gut, egal, wir fahren jetzt weiter. Es ist doch hier eine Umstellung hier, so ein Scheiß, ey. So, genau. Wie gesagt, und allerdings unter Videobeschreibung zum Hauptspiel, zum DLC, Norddeutsche Eisenbahn, über Kiel und von der Baureihe. Genau. So, passieren wir hier dieses wunderschöne Zugkreuz hier, was sehr interessant aussieht. Also allgemein, die Strecke ist sehr schön. Bin hier gerne lang gefahren und tue es nach vor auch gerne. Fahren. Und 120 ist die maximale Höchstgeschwindigkeit vom Triebwagen. So. Aber in 2,3 Kilometern haben wir auch schon eine nächste Station hier. Und das Szenario geht jetzt ungefähr 90 Minuten. Soll das gehen. Laut Beschreibung zumindest. Auf meinem linken ist Vorsignal. Ankündigung 60. Kann man bestätigen. Ein bisschen wachsam. Und runterbremsen. Die Fahne drücken. Allerdings mit pünktlich an. Nee, zu spät. Naja, dann ist es halt so. Kann man auch nicht ändern. So. Das ist ein Karriere-Szenario, ne? Davon abgesehen. Lauda. Schön ist und diese schöne Winterlandschaft hier. Gefällt mir sehr gut, ja. Die linke Seite hier. Bin ich schon, was ist das für eine Baureihe? Kennt ich leider noch nicht. Vergesst immer diese Baureihennamen wieder. Immer wieder aus dem.
So, Baureihe 648. Ja, die sind hier normalerweise noch auf der Strecke unterwegs. Nur so stark abbremsen. Ja. Und sehr schöne Bahnsteige, wie ich hier finde. Einfach mal schön hier vorne. Der Bremssound ist sehr schön. Das hört man ganz leicht, aber sehr schön. So. Und einmal die Türen freigeben. Sehr schön. Ausfahrt haben wir schon mit 50. So, aber es klappt jetzt hier weiterhin so gut. Ja, noch ein Schluck trinken hier. So, sehr schön. Nee, 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 Türen schließen. Und dann können wir wieder losfahren. So. Kurz sich auch nicht bestätigen. Mal da losfahren. So, die nächste Station ist dann Reisdorf. Reisdorf. Schon. Oder auch andersrum. Ich muss mich ja nur so ein bisschen gewöhnen an diesen Kombi-Hebel hier. Mit einem gewissen Punkt, da schießt der übelst in die Höhe mit der Geschwindigkeit. Aber ich werde das schon irgendwie schaffen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer sind denn das jetzt insgesamt bis nach Lübeck. Das sind nur 75 Kilometer. Das ist schon relativ reichlich. So sieht man, dass wir jetzt auch nicht so schnell fahren dürfen. Ja, ich glaube, das ist Geschwindigkeit der Strecke, glaube ich, sind nur 120 km/h, glaube ich. Und viel ist ja hier nicht unterwegs. Die RB und die RE-Linien fahren hier. Ich glaube, hier fahren, glaube ich, nicht mal Güterzüge, weil das auch eigentlich zum größten Teil eine eingleisige Strecke ist. Ja. Und sonst geht es ja von Kiel noch weiter nach Hamburg. Ja. Vereinzelt nur ein paar andere Städte. Nach Husum geht auch eine Linie. Das weiß ich wohl. Ja. Oder halten auch noch ein paar Fernzüge. Aber die kommen dann alle von Hamburg oder fahren dann den Tag über Hamburg. Genau. Also so viel ist hier im hohen Norden eigentlich nicht los, wenn man es so sieht. Erst ab Hamburg geht's los. Weil in Lübeck ist jetzt auch nicht so ja, viel Verkehr. Wir fahren auch über 2, 3, 4, 5 ICEs am Tag da. Ja, über Hamburg eben halt oder der IC3. Ja, oder der IC3 nach Puttgarden. In Richtung Puttgarden. Ja, das sind glaube ich auch jetzt so die einzigsten Fernzüge, die da täglich fahren eben halt. Genau. Also viel ist hier nicht los. Ja, ein bisschen was. Aber ich dachte mal so, man kann ja mal wieder im Norden unterwegs sein. Und hier sind die Strecke, muss ich sagen, finde ich doch eigentlich ja, ganz schön geeignet. Ich weiß gar nicht, was ist in der letzten. Ach, da war mal ein Dings unterwegs. Auf der Strecke. Na. Aus Salzburg? Nee. Regensburg, Passau war unterwegs, genau. Ein guter Zug. So. 50. Gut. Lass uns rausrollen. Genau.
Und das ist so, weil ich eigentlich sowieso mal mit dem Triebwagen hier schon seit Ewigkeiten mal fahren wollte. Ja, und so machen wir es jetzt auch mal. Doch eigentlich ein sehr schöner Triebwagen. Steuerung ist zwar wieder gewöhnungsbedürftig, aber so ist es eben halt bei der Bahn eben halt. Deswegen gibt es auch Weiterschulungen und allem drum und dran, weil jeder Triebwagen sich anders stellen lässt und ja, so ist es halt. Kann man alles nicht ändern. So. Nicht so weit vor, ich glaube hier hinten war sogar der Ausgang, wenn mich alles täuscht. So, sehr schön sind die Bremssounds. Sehr schön finde ich, dass die Trittstufen auch mit ausmachen. Ich würde sagen, ich finde es sehr schön. Sieht nur schlecht aus. Wenn jemand weiß, ob hier die Bezugsanzeige funktioniert, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und vor allem auch dazu, mit welcher Tastenkombination ich die einstellen kann. So. Sieht auch nicht schlecht aus, ja. So, gut, würde ich sagen, schließen wir mal wieder die Türen. So. Und dann geht's weiter. Ausfahrt wieder mit 50. Wird er dann wieder eingleisig. Das ist eins richtig viel. Also, auf den Bahnsteig gehalten. So. Und dann ist die nächste Station rechts. Schleicher 100. Ach ja, so und in Ansicht gibt es natürlich auch ein sehr lautes Spiel. Wir haben angezeigt, nicht verhalten, jetzt stopp. Die Toiletten sind hier. Sieht doch genauso aus hier, als das Original. Finde ich zumindest. Von der Deutschen Bahn AG jetzt, von den Triebwagen bin ich jetzt zwar noch nie mitgefahren, aber von der ODEC. Und der Aufbau von innen ist auch gleich, nur eben halt, dass die OLEG eben halt eigene Sitzüberzüge haben und allem anderen. Weil die fährt ja bei uns in der Region. Und da bin ich immer zur Berufsschule gefahren, von Cottbus nach Forst. Genau. Und da gibt es auch noch eine Linie, die RB 46, von Cottbus nach Zittau über Görlitz. Und ja. Genau. Und in anderen Bundesländern wird sie bestimmt auch noch fahren, vereinzelt. Okay. So genau weiß ich das nicht. Also ich weiß, in Brandenburg an der Havel gibt es auch eine Linie, aber das ist eine andere Triebwagenreihe. Dann gibt es ja die KISS, die als RB2 und RB4 fahren. Und noch die RBS1 hier. Auch noch und schon mal ein neues Modell, aber das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das heißt. Ich glaube, das sind auch die Flirt 3 Triebwagenzüge. Doch, sind eigentlich die Flirt 3 Triebwagenzüge. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst. Dann sind zumindest auch häufig als RE2 unterwegs. Also auf der RE4 Linie habe ich die jetzt noch nicht gesehen, eher auf der RE2 Linie, muss ich dazu sagen. Naja. So. Genau. In der Baureihe 642 hier ist auch in der ODEC-Lackierung halt, mit dem fahre ich zum Beispiel. Ja. Kann man so gut sagen, eigentlich fast täglich. So. Sind auch in Wirklichkeit eigentlich ziemlich laut, wie ich finde. Also man hört derbe den Dieselmotor im Innenraum. Und egal wo du sitzt. Ich glaube, ich habe da jetzt schon jede Sitzreihe durchgehabt, wo ich mal gesessen habe. Die Züge sind auch zu Schlusszeiten, wenn wir alle Feierabend haben, auch relativ voll. Ja. Genau. Also sind schon recht laut. Ein kleines bisschen mal beschleunigen auf 100. Mal nachbremsen.
Oh, schlägt wieder Fahrtrichtung rechts sein. Schon mal langsam anfangen mal bremsen. Ja, dann gibt es Vorsignal. So. Ja, ein bisschen schneller runterbremsen. Da werden wir gleich bestimmt den Verkehrsmagnet aufgenommen werden. Gut aus. So. Ja, da haben wir den. Oh, das passt ja alles. So. Ja. Können wir eigentlich auch jetzt hier vorne schon halten. Aber unsere Fahrgäste jetzt nicht so weit laufen. So, aber jetzt sind wir wieder überpünktlich. Jetzt sollten wir erst 24 da sein. Ja, wann ist denn unser Abfahrt hier? 29 erst. Boah. Willst du so lange warten? Boah, bis 29 müssen wir warten. Ja, dann warten wir mal. Können wir uns ja mal hier so ein bisschen umgucken. Ein schöner Bahnhof. Bisschen grün hier. Klein, aber fein. Auch Busstation. Ja, sieht nicht schlecht aus. Sehr schön finde ich auch die Winterlandschaft. Passt irgendwie total zur Strecke, muss ich sagen. So, dann kann man uns mal den Triebwagen von außen angucken. Und den Teil von den Scharfentag gucken. Wir fahren auch ab und zu mal in Doppeltraktion. So ein Oleg. So, bei diesem Konstrukt hier fahren die, glaube ich, in Wismar. Habe ich mal gesehen. Ob die jetzt immer noch fahren? Weiß ich nicht. Ja, genau. Hier ist das große Wunderbund-WC. Dazu besitzen wir eine Toilette und die ist einmal hier. Das ist das. Und dann kommt sie rein, zack, 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 und kann man hochrufen, zack, zack, zack. Da brauchen wir die Sitze, da stimmt auch alles soweit, weil hier sind alles immer nur Vierersitze, 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 aber hier, das ist ein Zweiersitz. Genau. Das hat die Oleg jetzt hier nicht, bei Jean jetzt hier. Wird schon so sein. Genau, dann haben wir mehr Deckabteil, ein Fahrrad mitgenommen. Deckverkauf hat die Oleg auch nicht drin. Und jetzt das Benutzen genommen. Hier, das stimmt auch alles überein. Vierersitz und Dreiersitz. Das stimmt nicht überein. Das auch nicht. Hier sind jeweils auch nur Vierersitze. Das hier stimmt überein. Genau. Und das ja auch. Nur hier ist die Scheibe weg, weil. Also die wurde keine erste Klasse. Und ich glaube, haben die überhaupt noch eine erste Klasse? Kann sein, muss aber nicht. Ja, wird schon sein. Genau, na dann. So. Dann können wir uns eigentlich mal wieder reinsetzen hier. Das ist die Tür aufgedrückt oder was? Ich brauche keinen Haken jetzt. Und auch gar kein Plus oder so. Na, jetzt hier oder nicht? Wo muss ich noch ein Stück weiter vorfahren? Hä? Machen wir ganz kurz die Türen mal zu. Das steht hier. Sehr schön. Wie viele Stufen einfahren hier? Fahren wir ein kleines Stück mal vor. Und wie wir die Station jetzt hier nicht als erkennen als Türen offen. Ah, noch ein Stück vor. Haben ja genug Zeit zum Glück. Macht man eigentlich jetzt nicht, aber. Ja. Wir warten noch ein paar Minuten, bis die Strecke freigemacht wird. Aha. Super. So, mal gucken, ob das jetzt schon zureicht. Aha. Na, jetzt geht's ja los. So. Gut. Ja, können wir uns ja mal hier vorne ein bisschen so den Führerstand angucken. Gehen wir mal von links nach rechts. So, wie gesagt, hier unten haben wir eben unsere Heizungselemente und unsere Kühlanlagenelemente. Hier ist der Funksprecher für den Schaffner bzw. für den Lokführer und den Zugfunk, der Telefon.
Dann haben wir hier unsere PCP-Befehl, Frei- und Wachsam-Taste. Hier haben wir unser, können wir sogar ein paar Tasten bedienen hier. Die 8 können wir bedienen, 7 ist nicht, oder ist doch auch was da? Ja. Aber funktioniert, kann man bedienen hier, wusste ich gar nicht. Und hoch und runter schalten, bla bla bla, können wir auch heller machen, runter. Das kann man leider nicht machen. Naja. So, hier haben wir so Türwahlschalter. Unten ist zu, oben weiß ich nicht, aber für beide offen. Und hier jeweils rechts und links Türsperrstufe ist leider nicht, kann man leider nicht bedienen. Die geht immer auf. Genau, hier ist unser Batterieschalter. Oder unser Führerscheinspult zu aktivieren. Und unseren Richtungswender. Dann haben wir unser Fernlicht. Dann weiß ich nicht, was das hier ist. Dann haben wir unsere Hilfsfahrt, Fahrplan, Leuchte und so weiter und so fort. Was haben wir hier? Wir haben unser Kabinenlicht, kann man an- und ausschalten. Ganz hell, nicht so hell und aus. Aber ich lasse es aus. Dann haben wir unsere Instrumentenbeleuchtung, haben wir auch schon angeschaltet. Genau. Und dann haben wir hier GM-Bremse, keine Ahnung, hier haben wir noch unser Sand. Ein, an und aus. Hier sind der Kombi-Hebel. Hier haben wir unsere Knipsen für unseren Buchfahrplan. Genau, fürs Tablet. Genau, was der Kasten hier bedeuten soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mach schon mal zu. Sehr schön. Die Notbremse, unsere indirekte Bremse. Genau, unsere Sprech-An-Dinger hier, Knöpfe zum Sprechen. So, den haben wir. Wie spät ist denn das gerade? Eine Minute Zeit. Genau. Federspeicherbremse und so weiter und so fort. Dann haben wir das Scheinwischer, können wir hier mit bedienen. Ja, unsere Lampen oder Lichter, Scheinwerfer draußen. Hier können wir eine Zugnummer eingeben. Funktioniert aber irgendwie. Ach, nicht so. Oder doch? Ach, doch, funktioniert. Nicht einsteigen. Aha. Warte mal, wir fahren jetzt die 8. Hier. Nicht einsteigen. Steht hier eine Zugnummer irgendwo? Nee, Taschentaste. Bla 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 bla. Scheiße. Naja. Ist auch jetzt egal. So. Weiß nicht, wie sieht es denn aus hier mit Abfahrt eigentlich? Muss jetzt noch warten? 29 noch eingehen. Nein. Abbrechen. 29 ist noch Abfahrt. Naja. Genau. Scheibenwäsche knapp. Ja, guckt hier so eine Flüssigkeit raus hier. Und lassen unsere Scheiben sauber werden. Genau, und dann haben wir hier unsere Bremsbarleitungen. Maximaler Bremsdruck auf 10 Bar. Genau, dann haben wir hier unsere Leuchtungen für ZSG-Störung, Fernlicht, Traktionssperre, SIFA, Fahrgas, Notbremse, Tür zu ein und Tür auf zum Tempomat und hier alles unser PZB. Und so, jetzt können wir losfahren. So, dann würde ich sagen, schließen wir mal die Türen. Hören wir noch schön. Sehr schön. So. Sind auch zu und dann können wir wieder losfahren hier. Ausfahrt ist ja mit 100. So, und dann ist diese Station Aschenberg in Schleswig-Holstein. Aufbahn steigt 3 in 11 Kilometern. Das kann man ein bisschen länger. Warum habe ich jetzt den 20 bekommen? Also, naja, da waren auch 500 Tassen drin. Da hätte ich mal mehr drauf achten sollen. Hätte Fahrradkette. Wenn nicht schneller fahren als 45 km/h, aber kann uns jetzt schon befreien. Sehr schön. Und dann können wir beschleunigen auf 120 sogar gleich durch. Ist gar nicht schafft an dazu kam ich ja. Maximale Geschwindigkeit 120. Ich hoffe, das hat jetzt hier keine Auswirkungen im Fahrplan. Und wenn, das ist jetzt so, dann hätte ich den Fahrplan vielleicht noch ein bisschen umschreiben müssen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ah, komm, man will jetzt mal einen Speedtest machen hier mit der Kiste. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen was für meine Kinder. So, 40.
Jetzt mal die Sicker drücken. So. Dann können wir jetzt schön fahren. Eine schöne 10 Kilometer. Dann können wir mal gucken, was die Kiste hier schafft. Die Sprit ist hier nicht leer fahren, ist alles super. Das ist ein Dieseltriebwagen. Wieso kann ich gut die, die Anzeige ist wie weit. Ja. Wie viel Sprit und so ist. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich was ja auch, ist ja eigentlich auch uninteressant, aber ja, wenn dann kein Sprit mehr drin ist, dann gucken wir alle blöd. Aber sonst muss ich sagen, so ist das eine sehr schöne Baureihe. Lässt sich gut fahren, macht Spaß. Muss ja jeder selbst wissen für 20 Euro, dass er sie sich kaufen tut. Ich finde, für mich persönlich hat sich das gelohnt, kann ich schön weiter bauen. Weil jetzt aktuell wieder ein paar Bauprojekte, aber bis die irgendwann mal fertig sind und ich die aufnehme, ist auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ne? Der eine oder andere weiß, dass ich jetzt umziehe diesen Monat und ja, da habe ich ordentlich was zu tun. Da werde ich mal immer noch Strom anmelden für meine Wohnung. Sonst ist es auch nicht mal 2 Wochen noch und dann geht es ja schon los. Strom anmelden. Ja. Passt muss ich dann immer ummelden. In der Schule auf Arbeit, hier müssen alle Bescheid machen, dass ich umgezogen bin. Ich weiß nicht, ob ich nach seinem Auftrag vielleicht. Kann ich gar nicht sagen. Keine Ahnung, kenne mich damit auch nicht so aus, weil das ist mein erster Umzug. Also, wo ich alleine umziehe. Und bin schon öfters mal umgezogen. Ich habe ja mal im Post gewohnt, in der Lausitz. Dann sind wir hier nach Brandenburg an die Havel gezogen. Dann sind wir nach Hamburg gezogen. Und jetzt wohne ich hier schön in der Lausitz. Aber ganz ehrlich, ich würde auch nie wieder in die Großstadt ziehen. Auch wenn Hamburg eine sehr schöne Stadt ist, zum Urlaub machen, reicht es mir zu so für eine Woche. Aber dann habe ich auch schon wieder die Chance voll, weil es mir dann einfach zu viel wird, alles da. Also Menschen, Massen und so weiter. Das ist, wenn man sich einmal so an die Ruhe gewöhnt hat, dann glaube ich, will man auch nicht mehr zurück. Und ich wohne hier so auf. Ja, auf dem Dorf kann man sagen. Kurz als Stadt betitelt, aber es ist eine sehr, 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 sehr kleine Stadt. Haben zwar hier Einkaufsmöglichkeiten, für Lebensmittel wenigstens. Ja. Für alles andere muss ich in die Stadt fahren oder alles online bestellen. Aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, man gewöhnt sich daran. So. Aber ich muss nur sagen, so zum Großen und Ganzen lässt die Strecke sich eigentlich auch sehr gut fahren. Ne? Bestätigen müssen, wenn ein 100 Hertz Magnet da ist. Was kann man jetzt sehen? Aber sind wir gleich in Aschenberg. 2,7 Kilometer. Da eh wieder ein bisschen zu früh. So 80. Wo ich jetzt hier einfach mal vorsichtig habe, bestätigen. Passiert nichts, war auch mit 1000 Hertz Magnet, hab zumindest keinen gesehen. So, auf die erste 100 bremsen hier. So, wir sind 120, Ziffer noch. Okay, das Hauptsignal, wir sind 80, sehr schön. Na, das passt doch alles.
klappt ja alles. Also, ich glaube, in Aschenberg hält auch die Regionalbahn Expresslinie. So. Oh, schießt da auch ganz schön in die gleiche rein, ja. So, mit Uhr. Mal hier vorne. Genau. So. Oh, der Bremszaun ist schön. So. Dann die Türen machen wir mal auf. Sehr schön. So. Und wie viele Leute haben wir noch? Naja. Wir haben noch mal die Hälfte geschafft. Und bis nach Lübeck sind noch 54 Kilometer. Also, ja. Na gut, jetzt sind auch wieder 90 Minuten. Schneid eine Entscheidung drin. Habt ihr mal wieder ein schönes, langes Train Simulator Video von mir. So. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch noch die Woche noch ein TSW Video zu bringen. Ich weiß es nicht. Geplant war ja für die Woche. Also ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Das weiß ich nicht, aber geplant war ja Eurotruck, dann World of Tanks, Train Simulator und TSW 2. Ja, mal gucken. Mal gucken. Einsteigen steht das hier. Steht mir jetzt da nicht einsteigen. Kann ich das irgendwie wieder löschen hier? Naja, lass mal halt nicht einsteigen. Auch nicht so schlimm. So, gut. Und dann können wir die Tür wieder schließen. So. Türen sind zu. Und dann ist Ausfahrt mit 80. Und ab vorne können wir auch wieder runterfahren. So, das ist die nächste Station Pöhl. Ich glaube, da wird auch der Regionalexpress. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde behaupten, ja. Na, schön, wenn man sich an der eigenen Speichel verschlucken tut. So. Na dann. Wollen wir mal falsche Pläne. So. Sehr schön. Genau. So. Ja, meine Arztkartons habe ich auch schon gepackt. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Zeug habe und habe schon so viel ausgemistet, ey. Halleluja, ey. Ja gut, aber ich habe jetzt irgendwie viel zusätzliches Zeug noch probiert. Für die Küche noch. Dann möchte ich euch auch alles dann schön präsentieren. Also ich habe mir überlegt, habe ich schon im Eurotruck-Video gesagt, dass ich vorhabe, dann wieder zu drehen. Die dann aber erst nach ihnen ausgestrahlt werden und auch die Bildtour. Ja. Da. So ein Umzug, das ist schon teures Papier. Ich nehme zwar vieles mit aus meinem Zimmer, aber ich muss auch viele zusätzliche Sachen holen. Wie ein paar Schränke und so, aber so ist es, so ist es. Ich glaube, wir sind jetzt schon ungefähr bei der Summe von fast 1000. Nur an Küchenzeug und. Und dazu muss ich sagen, habe ich mir jetzt nur einen Couchtisch gekauft. Und einen Schrank und hoffenweise Kleinzeug und Lampen und so. Ich brauche noch ein bisschen was zum Kochen und gar nicht mehr. Also was wie Besen und Staubsauger und was weiß ich noch alles, was man nicht so alles braucht. Oh, das läppert sich alles. Besteck. Ja, das braucht man alles. Ach ja. Haben wir noch einen Schritt drin? Sehr lecker. Schön Booster.
hoffe, das klappt auch alles so vernünftig mit Aufnahme, weil ich habe mir jetzt den zweiten Bildschirm geholt. Oder was heißt geholt? Ich hatte schon jetzt den zweiten Bildschirm gehabt. Aber habe mir jetzt so ein Speaker-Kabel geholt. Und auf den einen Monitor läuft das Spiel jetzt hier. Und auf dem anderen Monitor sehe ich die Aufnahme von OBS. Und kann mir eben jetzt separat eben halt noch einige schöne Sachen einstellen. Was ich jetzt hier nicht, zwar jetzt nicht machen brauche, aber. Kann es aber machen. So, hinten Signal, Ankündigung 60, werden wir mal bestätigen. Ja. Muss ich ein bisschen ausfallen hier. 90 sind ab hier. Was ist das für eine schöne Burg da? Sieht auch schön aus, ja, in Köln. Grün leuchten tut oder blinken tut, auch sehr kurios. Da auch nicht. Alles ausgefallen hier. So, hier sind 60. Ja, schön. Dann lassen wir uns noch rollen hier. RB Gegenzug. Die Traktion. So. Wir fahren heute nur eine einfache Traktion. So. So, na, langsam könnten wir mal zum Stehen kommen. Noch schnell diesmal hier reingefahren. Aber ich finde die Bremsen aber so auch ziemlich ja, stark, muss ich sagen. So, mal gucken. Ah, das passt alles. Ich muss gleich da hinten die Türen auf. Wir müssen ganz schön ein Stück hochgehen. Was ist denn hier wieder? Ach, hier vorne. Ja gut, da war wirklich ziemlich weit vorgefahren. Naja, müssen wir halt so ein Stück hochgehen. Jeder Gang macht ja schlank, aber jeder zweite geht eben halt auch in die Geräte. So. So, gibt's noch Stationen hier. Heutigen, Dönitz, Hansdorf. Bad Schwartau. Bad Schwartau war ich auch schon. Ach, aber wenn, dann ist es schon echt Jahre lang her. Weil jetzt mich schon übelst oft gehört, den Namen. Und was sagt er mir? Naja. So. Ach, dass wir mal so lange stehen müssen hier, ey. Sind viel zu schnell unterwegs. So, gut. Können wir die Tür wieder schließen? Dann geht's wieder weiter. Und zwar 60. Noch mal 80 fahren. Und das geht schon wieder los. So, gut. Aber wir gerade ausgucken hier. Wie ist diese Station? Bad Malente Krebsmühle. Oh ja, interessanter Name. Ah. Mensch, hab ich Corona oder was, ey? So, 100 ab, ja. Dann werden wir auch 100 fahren.
Ach, nach der Aufnahme werden wir schon was zu essen machen. Schönes heißes Bad. Ne? Heute ist ja Sonntag, wenn wir ein bisschen was für die Schule machen müssen. Weil am Dienstag muss ich wieder eine PowerPoint-Präsentation halten. Aber nur Handout schreiben. Kann ich alles langsam nicht mehr sehen. Nee, furchtbar. So ein bisschen Eisenbahnromantik hier irgendwie so, ne? Eigentlich sehe ich. Komm, was los hier? Sieht schon nicht schlecht aus. Fussel verschluckt oder was? Schlimm. Muss alles getippt werden, ja. Ja, wenn aus immer rumlachen, die Galilee im Käfig neben mir. Oder dann aufgeregt, den Umzug her. Und natürlich mit. Ja, hab noch so viel hier zu tun, ey. Aber vor allem, wir sind Kartons ausgegangen. Ja, wenn ich überlege, ich habe da noch zwei ganze Schränke nur mit Ordnern, mit Dokumente, Schule, Oberschule. Von meiner ganzen Bank da, ganze Zeug da, was ich hier zugeschickt bekomme und so weiter und so weiter. Ja, schon ist auch pickepacke voll, wenn wir auch anfangen auszusortieren. Auf dem Kleiderschrank viel zu viel. Meine Nachtschränke sind auch noch leer. Die ganze PC-Ecke hier. Ach ja, das. Da habe ich mir was vorgenommen. Da habe ich mir was vorgenommen. Aber es hat noch ein bisschen Zeit. Am 22. kriege ich meine Schlüssel und ab da werde ich dann jeden Tag was rüberbringen dann. Aber jetzt gerade aktuell den 6. Ich hasse es immer alles auf den letzten Drücker zu machen. Und weil ich ja unter der Woche sowieso kaum Zeit habe wegen Schule und Lernen und Hausaufgaben und Sachen vorbereiten, nutze ich dann ganz gerne das Wochenende, um dann eben halt so ein bisschen was immer zu machen. Weil man eben dann auch noch Schränke sauber machen, alles. Das muss auch noch gemacht werden. Ich würde dann alles rüberschleppen. Rüberbringen. Gut, sind jetzt nur zwei Straßen, drei Straßen. Ist jetzt nicht so weit entfernt alles. Aber das muss natürlich auch aufgebaut werden. Ne? Lampen müssen gemacht werden, gestrichen muss noch, malern muss ich noch, dann muss ich die Lampen noch anbauen. Die Küche muss ich noch aufbauen, Bad muss ich machen, Wohnzimmer muss ich machen, Schlafzimmer muss ich machen, Flur muss gemacht werden. Und dann alles einräumen, Klamotten wieder im Schrank einräumen. Ich hasse das. Finde ich schlimm sowas. So. Also sind wir erstmal gleich mit Bad Malente. Aber sehr schön hier. Alles richtig so dicht im Wald. Das sieht man ja eigentlich auch, wenn man nicht so oft im Trail Simulator. So eine Waldstrecken. Finde ich. Aber jetzt so. Der Strecke ist alles. Sehr schön. Das sind knapp 60. Ne? Gar keine Ankündigung. 50 sogar. Muss ich glaube ich nicht verstehen. So, fliegen wir mal. So.
müsste eigentlich alles passen. So. Und wie es passend wird. Sehr schön. Und hat so eine pünktliche Sache geschafft, erstaunlich. Ja. Ah, jetzt habe ich mich gestoßen, aua. So. So. Ah, das sieht schon sehr schön aus. So, erfahrt. Zum zu. Ja, müsste gleich Ruderschwenk auf zu. Wenn es auf Neutralstellung gehen mit diesem Schalter, geht auch die Traktionssperre raus und dann kann man der Gas geben und ausfahrt mit 70. So. Ah, Staul ist bis jetzt, ja. Das ist scheinbar nicht so dauert. Keine Zeit mehr machen. So, nächste Station ist dann Eutel. Sehr schön. So. Dann geht's hier weiter. Aber es sind noch viele, viele Gleise eben halt hier totgelegt hier. Auf der linken Seite jetzt hier auch alles zugewachsen. Hier ist noch ein Freiburg. Aber hier ist solch auch kein großer Güterverkehr, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest habe ich nie davon was irgendwas gehört gelesen. Wenn es doch so sein sollte, kannst du mir ja wie gesagt gerne in die Kommentare schreiben. Wie sonst alles. Ja. Und für die Leute, die sich jetzt gerade noch fragen, was ist denn eigentlich alles mitgeliefert auf der Strecke? Wie gesagt, die Baureihe 648 ist mitgeliefert. Das ist der Triebwagen, der hier als Gegenzug fährt. Dann die Baureihe 218 ist mitgeliefert von DTG. Und die Dostos sind mitgeliefert mit dem fahrbaren Dosto Steuerwagen. Genau, dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier mit 7 Szenarien. Die 3 mit der Baureihe 218 und den Dosto Steuerwagen als RE. Und dann gibt es auch 4 Szenarien mit der Baureihe 648. Gibt es noch 4 Aufgaben. Und das ist jetzt die eine Aufgabe davon, nur ich habe den Zug getauscht mit der Baureihe. Die Baureihe nur noch vergessen. 642. Genau. Habe ich die Tour einfach umgestellt, weil ich mit der Baureihe fahren wollte. Wir werden auch sicherlich mal eine Fahrt machen mit der anderen Baureihe. Nur ich hatte gerade Lust gehabt, den Tour mit der Baureihe zu fahren. Ich staune, hier ist mal eine zweigleisige Strecke. Ein Streckenabschnitt zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die ganze Zeit so jetzt zweigleisig bleibt. Oder ob es ein dreigleisig wird. Keine Ahnung. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, wenn die Strecke rauskam. 2017, 2018 vielleicht. Glaube ich. Also es ist schon eine ganze Weile draußen und ich bin hier nie viel lang gefahren. Oder zumindest jetzt in den letzten Jahren nicht. Ich bin jetzt so Premiere hier. Nach 2 oder 3 Jahren oder 4 Jahren vielleicht sogar schon. Ja. Kann mich gar nicht mehr so daran erinnern hier. Nein. So oft bin ich auf der Strecke nie unterwegs, ja. Ankündigung 60. Schon mal bestätigen, dass wir wachsam und bremsen. Genau, gut auf unter 85 km/h kommen. Mal geschafft. Lass ich auf neutral und lass ihn dann ausrollen hier, den Berg ausrollen. Geht's ja berghoch beim Ausrollen. Sparen wir uns ein bisschen Sprit. Ein bisschen Diesel sparen wir uns da. Nachwerfen mit dem Bremsen jetzt hier. Oh, gelbes Rotsignal. Ja, ist gelb. Jetzt ist aber meine Brille nicht auf.
Das ist gerade alles so schlecht. So, bestätigen. Dann wird es wahrscheinlich gleichlässig. So, mal ein bisschen bremsen hier. Wir haben bestimmt hier gleich wieder ein 500 Hertz mit aufgenommen. So. So, also ausreichen müssen wir dann nach vorne. Aber noch ein bisschen Zeit. Relativ pünktlich heute. Na, lass mal, ja. Bremsen. Aber zum Stehen kommen wir nicht hier bremsen, wenn man zum Stehen kommt. So, machen wir die Türen auf. Auf alle. Na, da schön die Trittstufen hier. Ah, da kommt doch schon der Gegenzug. Auf 270, muss ja gleich umschalten auf grün. Und das muss schon grün, sehr schön. RB 84 noch Kilo braucht noch mein Kollege. Also der Bauer ist nicht so schön. Der hat das schon. Da war es mal, wenn ich ein bisschen gefahren bin, dann mit Eko, da hat der Bauer mal bis nach Schwerin gefahren. So. Den zweiten Rhythmus nach Schwerin. Bis nach Bad Klein. Bad Klein aus dem Samstag lang und dann hier auch reingefahren. Also war ja auch schon mal unterwegs. Und von Bad Klein nach München mit der Bauer schon gefahren. Die fährt da hoch als R4 oder RE4 von Stettin aus nach nach Lübeck. Dann bin ich damals in Bad Klein eingestiegen und dann über Bad Klein, bin damals in Blankenberg, Mecklenburg eingestiegen. Nein, jetzt habe ich den nicht geflacht. Ich trottel. Bin ich damals in Blankenberg, Mecklenburg eingestiegen und dann ist er über Bad Klein gefahren, über Herrenburg und so weiter und so fort. Bis nach, Lübeck. Und von dort aus bin ich dann und von dort aus bin ich dann in die RE 81 eingestiegen, oder RE 8, was das damals war, und bin dann von Lübeck nach Hamburg gefahren. Genau. Sie fahren noch. Hier piept heute alles hier. Von uns befreien. Sehr schön. So, jetzt ausatmen 70, wir müssen ein bisschen konzentrieren hier. Da können wir 120 fahren. Das ist die Station Plön jetzt in Schleswig-Holstein. Lübeck ist ja auch Schleswig-Holstein, das fällt mir gerade so ein, glaube ich. Ja. Na ja, gut, hier gibt es unter 2 Leute. Wir haben einen ganz kleinen Abschnitt hier, wo Engel sich war. Und dann wollen wir nach 20 fahren. So. Sehr schön. Viele Stationen sind leider nicht mehr. Dann kommt nur Pansdorf, Bad Schwartau und dann Lübeck. Viel ist nicht mehr. 30 Kilometer auf der Uhr. Ach, hier teilen sich die Strecken. Okay. Wir können beim nächsten Mal nochmal gucken, wo es dann hier lang geht. Würde mich aber interessieren. Dann nehmen wir die Strecken auf. Wusste ich doch nicht. Naja, so ist es. Schön hier auf der rechten Seite ein paar Kleingarten hier. Aber es soll hier schön ruhig die Gegend sein hier.
Muss doch ruhig sein. Schade, ich finde es aber schade, dass ich nicht weggefahren bin. Na, werde ich irgendwann mal in Anspruch nehmen. Wenn ich irgendwann mal wieder Urlaub da hinten in der Ecke mache. Hier wollte ich sowieso mal. So, eine schöne Stadt. Boah, dann kann man ja das dann mal in Anspruch nehmen. Und Autobahn. Scheint zumindest ja. Das sieht nicht eine Landstraße aus, sondern eine Autobahn. Siefer drücken, ein paar Bahnübergänge hier. Also richtig ist Niemandsland hier. Und so typisch Norden, alles Flachland. Alles flach, ganz wenig Berge hier. Und so ist es eben halt im Norden. Kennen wir ja viele Strecken. Hamburg-Hannover, obwohl, wird da auch noch gar kein Video gemacht. Hätte ich ja auch mal machen. Viele haben ja geschrieben, dass sie mit dem IC1 von 3D-Zug oder mit dem IC4 von 3D-Zug mal eine Strecke fahren will. Vielleicht auch mal machen. Wir gucken vielleicht nächste Woche. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich will nichts mehr. Ja, das ist ja auch alles flach. Dann von Husum nach Westerland ist ja auch alles flach. Ja. Das ist so der Norden. So ist es hier im Norden. Schöne Gegend. Schöne Gegend hier. Aber wohnen wollen wir definitiv nicht mehr. Jetzt haben wir die Feuerzeuge. Der ist auf. Ist auch sehr schön. Ach, das funktioniert noch. Genau. Könnt ihr mir jetzt auch ganz gerne mal unter diesem Video in die Kommentare schreiben, ja, wo ich mal als nächstes fahren soll, auf welcher Strecke. Also auf welcher deutschen Strecke. Ich bin ja nur so für deutsche Strecken und so ein bisschen Österreich, aber auch eher so deutsch-österreichische Strecken. Ja, könnt ihr gerne mal mir in die Kommentare schreiben, was ihr euch da so wünscht. In welcher Baureihe. Also ein bisschen was zur Auswahl. Ab jetzt weiß ich alles, aber ein bisschen was habe ich zur Auswahl. Kommentare schreiben und dann kann ich auch mal nach euren Wünschen fahren. So. 69, das wird das nächste Vorsignal bestimmt 60 sein. Aber keine Ruhestrecke. So, muss man abbremsen hier. Das geht wachsam. Und runterbremsen. 85 km/h. Die Bremsenfokus sind sehr gut, ja. Muss ich sagen. So, mal das mal ausrennen. Und geht wieder ganz weg bergab, ja. Berghoch. Entschuldigung. Die wird auch nicht vergessen werden. Dann runter auf die 60 bremsen. Die war nochmal. Wechsel machen mit der linken Seite. Das kann ich mir gerade darunter nicht vorstellen. Warum ich jetzt hier unter 60 bremsen sollte. Aber ja, die linke Seite.
vorne halten. War schöne Bahnsteige hier, muss ich sagen, auf der Strecke. Das ist wirklich gut gelungen. Dann können wir anhalten. Sehr schön. So, machen wir die Türen auf. Dann wollte ich jetzt mal hier gucken in der Ansicht. Konzentrieren, wir sind hier. Und nur linken, wo kommen wir? Und hier unten. Muss doch ein Abzweck sein. Geht nirgends wohin. Schade. Dachte, man kann es einsehen. Naja, weit ist es nicht mehr. So, dann haben wir gleich Abfahrt, können wir Türen schließen wieder. So, Ausfahrt mit 60. Wenn wir mal wieder 120 fahren, wäre schön. Und dann ist die nächste Station dann Hansdorf. Ah ja, Flensbotter steht ja. Ja, 120 wollen wir fahren. Na dann, kommen wir ja gleich durch. Drücken den Kombi. Sehr schön. Ja, da war schon zu kämpfen. Pfeifen tut er auch richtig hier. Die Kiste. Sie macht halt hier wieder Karriere, hier nur Minuspunkte wieder. Aber naja, das ist jetzt aber nicht so tragisch. Aber sind halt jetzt kämpflich. Und das kommt jetzt auch von den ganzen Zwangsbremsen immer. Würde ich jetzt mal behaupten. Sonst habe ich das so gut wie es ging, alles eingehalten. Aber 50% der Zwangsbremsung waren wirklich mein Fehler, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, dass da noch so viele Herzmagnete drin sind. Da waren noch ein paar Zwangsbremsungen dabei, wie am Anfang, hier Ausfahrt Kiel, warum das hält, wieso ich hier, ja, weiß jetzt Zwangsbremsungen bekommen habe. Ich habe nicht begriffen. Da war kein Signal, nicht mal. Ja. Ah ja. So manche Sachen muss man ja auch wahrscheinlich einfach nicht verstehen. Das hat wahrscheinlich so seine kleinen Macken. Da reagiert er nicht immer gleich so. Ja, was ist denn da vorne? Ein Kran? Ah, echt? Ein Kran? Cool. So, mit dem Signal. Nehmen wir 60. Bestätigen. So.
60 hin. Ein schöner Kran, schön animiert ist er. Das Vorsicht mal wieder. Ich werde mal wieder bestätigen. Mit 60. So, na dann. Cooler machen wir so langsam hier lang. Und gehen wir auf die linke Seite. So. Okay, hier ist die einzige Station hier. Ja. Nur ein Bahnsteig gibt es ja. Im Pansdorf. So, wir sollen, wenn wir nicht so weit vorfahren, hier halten, im Bahnhofsgebäude. So. Und dann machen wir die Türen auf. So. Also hier den Moment, um hinzukommen. Muss ich nach vorne? Sehe ich nicht. Nee, da steht noch. Nie wird markieren. Mhm. Und dann haben wir hier oben halt hier. Achso, besetzen. 14 besetzen. Naja. Haben wir ja mal wieder 3 Minuten Aufenthalt hier. Ein bisschen umgucken hier, wie das jetzt aussieht. Also hier hinten steht er. Na, jetzt fährt er los. Jetzt fährt er los. Kleiner, schicker Bahnhof, ja. Oh, hier ist ein Kreis. Oh, cool. So, ist das doppelt? Traktion. Ja. So, mein Kollege. So ist es. So, wie sieht denn unser Streckenverlauf dann jetzt hier eigentlich aus? Wir sind hier, alles eingleisig noch, weiterhin. Eingleisig. Ah, hier kommt dann die Linie vom Timmendorfer Strand mit dazu. Und schließlich ab Bad Schwartau wieder an. Hier noch die Linie von Langen drin dazu. Dann auch noch ein bisschen Güterbahnhof. Terminal. Geht gleich. Ja. Genau, Jübeck. Stimmt, hier sind ja die Abzweige auch nach Richtung Puttgarden und so. Und von hier aus und weiter nach hier geht es dann Richtung Rheinfeld, weiter über Bad Waldesloe nach Hamburg und hier. Ja, keine Ahnung, wo es da lang geht. Also in die Richtung bin ich schon gefahren und in die Richtung bin ich auch schon gefahren. In die Richtung bin ich nie. So, dann eine Minute noch. Ich warte mal noch ab. Was kann ich hier tun? Ja, was ist das da? So. Dann geht's gleich weiter. Aber bald ist es nicht mehr. So. Das funktioniert irgendwie auch nicht so. Zur Seite rausgucken. Mal so, und dann
geht es weiter. Ich fahre jetzt aber erstmal hier mit einer 25 aus, weil ich weiß nicht, ob der Punkt von mit an ist. Ich schätze mal ja. Ich gehe jetzt einfach mal nur auf Nummer sicher. Weil man sich das hier so gut ein, irgendwie ist das ja alles so. Ja, so hell. Na, dann fahre ich lieber mit 25 Kamera aus. Sicher, sicher. FIFA meldet sich schon. Schön, dass er sich melden wird. Dann können wir uns hoch. Und dann können wir auf 60 beschleunigen. Das sah nicht so aus, als er 500 Hertz hat mit an war. Alter, kann das so schlecht. Und meine Brille ist gerade nicht auf. Ich bin ja blind. So. Gut, dann geht's jetzt erstmal weiter hier. Ja. Und dann sind wir dann auch wieder fahren. Sehr schön. Na, dann kommen wir ja. Durchdrücken. So, wir haben 7 Kilometer bis nach Bad Schwartau und dann ist es auch nicht mehr weit nicht nach Lübeck. Ja, ich staune, dass man hier schon so lange fährt. So eine Stunde, 18 sind wir schon unterwegs. Na ja, gut, kann man eben halt jetzt nicht so eine hohen Geschwindigkeiten aufbauen. Ne? 140 war ja das Maximale, was die Strecke hier gegeben hat, sonst alles 80 oder 120. Obwohl 120 eigentlich auch schon ziemlich in Ordnung ist. Weil man sonst immer Schnellzüge fährt, so 180, 190, 200, teilweise 300 km/h. Aber da merkt man ja doch schon die Unterschiede. So. Und wo ist der auch hin hier? Sehr viele kleine unbeaufsichtigte Bahnübergänge oder nicht beschränkte Bahnübergänge. Erstaunlich. Vor allem, dass auch hier so ein Schildchen hier sind zum Tröten. Also dann gehen wir 110 hier. Wollen wir auch nicht bestätigen. Also wenn hier ein Sturm kommt und die Bäume juckeln hier unten, hat ja die Bahn schon zu tun hier. Sind wir so dicht an den Gleisen. Also sieht zwar richtig schön aus, ja. Aber eben halt auch gerade nicht so geeignet für Unwetter. Moment. Haben wir so einen Waldweg. Unbeschrankter Waldübergang. Waldweg. Übergang. Ach, ich kann nicht sprechen. Wir müssen runter, ja. Wir müssen runter, bremsen. So. Hat sogar noch mal so mit dem Auge davongekommen. Heute alles schneller als man denkt. So. Obwohl ich glaube, ich muss eher dazu sagen, das sind eher so die langen Wartezeiten an den Bahnsteigen. In der eingleisigen Strecke, wo der Streckenabschnitt dann frei ist, in den ganzen Gegenverkehr. Und sich eher darauf beruhen, dass das so lange dauert, ja. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, hier kommt dann die Strecke von Timmendorfer Strand mit dazu. Sehr schön. So, hier schon langsam runterbremsen. Was in Bad Schwartau hier schön zum Halten kommt.
zugewachsener Gleise hier. Schade, dass wir alle nicht mehr in Nutzung sind. Schade, schade eigentlich. So, dann mal bremsen, ja. Das kann ja schnell reingefahren, ja. Wenn jetzt sogar ich noch ein bisschen hier vorne gehalten haben, aber jetzt kullern wir halt ein bisschen weiter nach vorne. Aber nicht so schlimm. So. Und dann machen wir die Türen auf. So. Und sind eine Minute zu früh. Alles ist nicht schlimm. Lieber zu früh als zu spät. Oh, ja. Dann kannst du hier mal hier hoch mit dem Batschwarter. Alles zugewachsen hier, teilweise hier. Ja, schon teilweise entfernt hier. Tja, 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 so ist es, so ist es. Ja, kann man sich mal den Abspeck hier mal gucken. Wir kamen jetzt von hier, genau. Und hier geht es Richtung Timmendorfer Strand. Ich glaube, hier gibt es auch eine Strecke im Trendsonator. Das hört hier auf. Ach, cool. Hier geht die Landstraße. Und, ach, scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Ich sehe nichts. Den Wald vor lauter Bäumen sehe ich nicht. Na, ah, wo ist unsere Bahnstation hier? Da hinten. In dieser. Genau. War ja einmal eine Bahn, eine Brücke hier. Die müsste sich doch eigentlich. Ach ne, das ist ein separater. Schließen Sie sich hier vorne an irgendwo? Naja, die kreuzen sich bestimmt hier. Nur dann. Ich wusste gar nicht, dass hier im Norden so viele Bäume wachsen, ey. Na, so ist das, so ist das. Oh, Mannstenwald hier. Oh, nicht schlecht aus. Schwartau. Nach unten, zack, und kommt man hier hoch. Und behindertengerecht hier aufgebaut. Sehr schön. Sieht doch nicht schlecht aus. Kleiner Parkplatz hier für die Autos. Also ist jetzt kein großer Bahnhof. Ich glaube, Bad Schwartau ist jetzt auch keine große Stadt. Sieht zumindest jetzt so auf dem ersten Auge nicht so aus. Hier hinten ist so ein bisschen. Aber hier ruhig. Ja. Na wohl, na gut, geht. Hier im Teil noch weiter. So, aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Schließen die Türen. Trittschirme sind drinnen und dann geht es erstmal weiter. Auswahl 520, ja. Und ein 5, naja, geht schon 6 Meter an. Ja, dann in die Weg. So. Dann drücken wir einmal nochmal komplett durch hier. Und genießen jetzt die schöne Winterlandschaft hier von Bad Schwartau. Was ist denn hier passiert? Weiß ich nicht. Einfach, einfach entfernt. Na gut. Ja, bin mal gespannt, ob das im Echt so ist. So, na dann. Ist ja schön. Ja, eine Autobahn hier noch. Hoch interessant. Sehr tief, ja, ja. So, und dann hier wird es elektrifiziert hier. Und dann ja auch die Strecke wieder dazu. Ja. Das vergessen wir, der Strecke das war. Total verpeilt. Naja. Wollten wir jetzt wieder nur stehen hier. Sehr schön. Ach, gefällt mir. So, und dann auf der linken Seite sehen wir so ein bisschen was vom Lübecker Hafen. Ah, das ist schon schön, jetzt hier der Abschnitt, ja. Ist da hier was los? So, jetzt haben wir uns ein bisschen konzentrieren hier. Das schaffe ich das jetzt mal. Keiner hat es angekommen mehr, jetzt hier in den Bahnhof einzuküllern hier in Lübeck. Das ist noch alles grün, das gefällt mir. Hoch hier. Da runter. Nicht schlecht, Herr Specht.
V-Signal. Das ist rot. Verweigert. Na dann. Mal noch warten. Dass wir einfahren können in Lübeck. Unser Bahngleis ist wahrscheinlich noch belegt. So, der Tunnelgleise dazu. Super noch drücken. Bestimmt ja für die ganzen Güter. Für den Güterverkehr hier bestimmt dann von den Schiffen dann alles hier drauf geladen oder so. Ah, lass mal ausrollen jetzt hier. Wiederholungssignal. Bestätigen. Und rot ist gut. Ich habe schon einen Gegenzug. Jetzt wird's grün. Und gelb ist es. Sehr schön. Wollen wir mal da vorne 25 km/h haben? Das war einzeln, nicht doppelt. So. Das Signal überfahren. Da hängt dann wieder Geschwindigkeit 60. Wachsam. Und das ist schon wahrscheinlich wieder auf 60. Gut. Dann machen wir es mal. Und Sie waren nur drücken. Sehr schön, das klappt ja wie ein Länderspiel heute. Noch gleich 6 halten heute. Den Lübeck. So, wenn wir schon langsam dran sind, wir fahren wieder auf dem roten Hauptsignal zu. Baureihe 218. Auch nicht schlecht. Die stimmt ja. Wir fahren aber hier mal eigentlich nicht. So, halt mal Abschnitt B halt mal. So. Sehr schön. Und ein Schwenk kommen. So, dann herzlich willkommen in Lübeck. Alle Fahrgäste aussteigen auf der rechten Seite. So, dann würde ich sagen, dann rüsten wir unseren Zug mal ab. Instrumentenbeleuchtung ausmachen. Tun die Lichter auch ausmachen. Jetzt mal noch rot stellen. Nicht einstellen, schon oder? Passt ja. Genau. Dann können wir den Richtungswender nach vorne machen. Dann stellen wir auf neutral und ziehen ein bisschen die indirekte Bremse an. So. Genau. Ja. Da kann man die Uhr ausmachen, wenn sie abschalten lässt. Machen wir mit der Taste. So, genau, dann haben wir das erledigt. So, dann machen wir mal runter. So, stecken wir selber aus. Wir machen zwei gute Arbeit. Lokführer bereit für die Rückfahrt? Ja, bin ich aber heute nicht mehr. So, dann würde ich sagen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es ja, mir ganz gerne ein bisschen mit dem Däumchen nach oben. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, wo ich meistens unterwegs sein soll. Und dann würde ich sagen,
Sind allerdings unter der Videobeschreibung. Instagram, Schenkenko. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.